My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, hier links haben wir Salz, Pfeffer, Paprika. Und das schmeißen wir jetzt in das Hack. Wie viele pro Person braucht oder pro Portion, das seht ihr hinten natürlich. Rein mit der Hand, danke, direkte Hand. Und nun hier Bacon. Streifen, Wemsen hier, wir machen das Netz aus Glück mal wieder. Ja, Freunde, man kann es auch Bettdecke nennen. Und dann wieder einen Streifen quer umlappen. Ja, in der Zeitraffer sieht man ganz genau, wie es gemacht wird. Ja, damit kann man sich auch im Winter schön zudecken, Freunde. So, abgelunzt. Das Hack hier wird abreißen, ne? Und dann hier schön innig draufballern. Wie so ein Teig, ein bisschen zur Seite kneten. Wunderbar. Ja, das machen wir hier mit der ganzen Portion hier. Extra Zeitraffer für euch. Lunsen wir das Fleisch schon rein. So, Freunde, Salami natürlich. Darf nicht fehlen hier. Hier die Peperoni-Salami haben wir diesmal genommen hier. Aber ihr könnt hier die XPG nehmen. Und jetzt hier Tomatoes. Für die Girls ein bisschen Salat hier. Und dann die Jalapenos dürfen nicht fehlen, Freunde. Ja, super. Kleine Pizza wie das. Und mit dem Käse natürlich die dicken Scheiben, Freunde. Wie ihr seht, ne? So, ein bisschen Maximum auf eine Ecke, denn es wird gerollt. Ja, der Käse soll drin sein. Im Zentrum der Macht quasi. So, und hier, guck mal, wie leicht sich das rollen lässt. Deswegen das Backpapier. So, jetzt mit dem Finger hier reindrücken. Gleich haben wir die Rolle geschafft, hat gewimst. Ey, da wollte einer abbauen hier, nicht bei Johnny. So, links, rechts, anwemsen. Oh ja, das wird ein Pringel. So, den hätten wir schon mal parat. Und hier, Hähnchen Nummer 1 und 2. Wie er das hier entbeint, aus Folge 150. Look at this. Ne? Hinten raus, Knochen raus, wunderbar. Da auch nochmal rauslunzen. Zack, keine Knochen drin. Außer Beine, lassen wir es weg. So, wunderbar, da ist es schon. Ja. So, und nun hier Öl rein, hier, darf nicht fehlen. Und jetzt kommen die Gewürze. Salz, Grillschutzsalz. Das ist ganz was Besonderes. Nämlich ganz normales Salz. So, und jetzt hier den Chiliflocken drüber lunsen hier. You know. Und der Pfeffer. Hier gemahlen, frisch aus Johnnys Hand gewämst. Majoran! Darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, und hier noch eine Prise, hier Thymian, ne? Und jetzt hier schön reinlunsen mit den Händen. Mal viel Power von oben drauf drücken hier. Doppelhand, ne? Und jetzt angedreht. Und da die gleiche Spirenze nochmal. Öl dran, ne, Freunde? Und habt ihr gesehen, was da rankommt? Jetzt die Bacon Bomb vom Anfang in die Mitte legen. Wir füllen das Hähnchen mit einer Bacon Bomb. Sowas gab's noch nie, nur bei Johnny. Und nun machen wir das Gerät wieder zu. So Birken schicken kann jeder. Bacon Johnny Bomb ist neu. So, zuschnüren das Gerät. Und dann, ja, das ist mein Hähnchen, ne? So wie Johnny es mag. Kleine leichte Füllung für alle, ne? So, wir haben da zwei Stück von gebastelt. Rezept hinten findet ihr später, ne? Wie immer, Freunde. So, links, rechts Kohle. Drei Bier in der Mitte rein hier. Ja, wir wollen das ein bisschen dämpfen. Mmm, oh. Bier. Gitter drauf. Ja, hier. Zwei parat gemacht hier. Erst einen Lümmel nehmen hier. Und dann schon mal eine Mitte nehmen. Ja. Und den zweiten natürlich nicht vergessen. Oh, sieht das gut aus.
Ja, das ist meine Chicken Bacon Bomb. Oh yes. So, Deckel nur auf. Mal lunsen lassen. Wow. Wie sieht das aus? Look at this. Wow. Oh, 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 die Details. Oh. Das Ganze nach 2 Stunden. Verdammte Scheiße. Oh, ganz schön lange Zeit, sieht das Gerät so aus. So, Freunde, jetzt legen wir es da mal drauf. Vorsicht, bevor es zerfällt. Das Hähnchen ist eins geworden mit der Bomb. Oh ja, es sieht aus wie ein ganz neues Tier. Ein Johnny Stuffed Chicken. Bei Ausgrabenwurdung wurde dieses Tier gefunden. Und jetzt lunsen wir die ganze Chose nochmal an. Man kann es durchschneiden, weil man es entbeint hat. Ist das nicht ein Beauty-Shot, Freunde? Ja? Hähnchen und Bacon-Bomb in ein. Ich schneide mir noch mit Schenkel ab, Freunde. Oh, die Salami guckt noch raus. Vorsicht, der Käse, er fällt. Oh, warte, ich krieg ihn. Bleib gefälligst hier. Ich hab dich gleich. Oh, ab in den Hals damit, Freunde. Yeah. Channel 2, Lasagne, Mega Baguette, Abonnation. Freunde, ich glaube, der Spaß hat euch gefallen für dieses Wochenende. Muss ja auch mal wieder sein, was Anständiges, Johnny-Style-mäßiges auf der Maschine. Ne? So, Boys und Girls, ballert euch rein. Euer Johnny ist immer für euch da. Bis bald.